Ereignis. Das nun schon zum dritten Mal stattgefunden hat. In diesen 3 Wochen haben wir viel erlebt. Es gab viele glückliche Gewinner, aber viele unglückliche Verlierer. Ich möchte zunächst die sportlichen Leistungen hervorheben. Wir fangen an mit Bubu Boy. Er hat es wieder allen gezeigt und insgesamt 7-mal Edelmetall gewonnen. Herzlichen Glückwunsch auch von mir, lieber Bubu. Und hat damit an seinen Erfolg von vor 2 Jahren angeknüpft. Großen Applaus für Bubu. Glückwunsch. Die wohl stärkste Teamleistung hat Deutschland abgeliefert. Insgesamt 5 verschiedene Goldmedaillengewinner. Boah, krass. Und am Ende knapp den ersten Platz im Medaillenspiegel verpasst. Applaus für das deutsche Team. Es gab natürlich noch andere Sportler, die gut waren, aber das dauert zu lange, um jeden Einzelnen hervorzuheben. Einfach an alle Medaillengewinner, die auf dem Podest standen, einen fetten Applaus.
Jamaika stört mal wieder die Abschlussfeier wie vor 2 Jahren. Ja, das bleibt auch. Ja, das stimmt. Da kommen Erinnerungen hoch, schreibt Selle. Das ist auf jeden Fall wahr. Definitiv. Show muss immer gewohnt sein. Haha, geil. Okay, nun möchte ich meinen Dank an einige loswerden. Ich fange an. Mit Marcy, aka Chipmunks99. Ich lästere doch gar nicht über Jamaika. Scheiße. Danke, lieber Marcel, dass du fast dein gesamtes Privatleben zur Seite geschoben hast. Ja gut, so viel habe ich jetzt auch nicht geschoben. Um fast jeden Abend on zu kommen. Um hier Olympia aufnehmen zu können. Dank dir haben wir auch in vielen Jahren noch was von dem Event. Und deine Freundin ist mit Sicherheit vor. Was ist mit Sicherheit vor froh, dass diese wunderbare Spielaktivität nun zu Ende ist. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Bestimmt. Aha, okay, wunderbare Spielaktivität. Hat sie sogar gesagt. Okay. Die meldet sich für Zweisamkeit jetzt auch im Hub One. Ja, genau. Ach, geil. Ja, danke auf jeden Fall für die lieben Worte, Basti. Sehr, sehr nett. Großen Applaus an Marci für diese unglaubliche Leistung mit den Videos und die haufenweise Arbeit mit den Videos. Dankeschön. Danke, danke, danke. Reicht langsam. Das ist echt ein Haufen Arbeit. Ja, ist einfach so. Also das muss ich ja auch so bestätigen. Ich saß ja wirklich jeden Abend dran. Und habe bestimmt immer 1,5 Stunden noch die Videos da fertig gemacht. Also ja, in den letzten 3 Wochen war das schon echt einiges. Als nächstes Skinner59, aka David. Danke, lieber David, dass du mich wieder unterstützt hast.
Du bist einfach diese sichere Bank, auf die man immer zugreifen kann, egal was passiert. Und wieder einmal diese tollen Räume hergerichtet hast. Diese Räume sind so genial und müssten echt besser präsentiert werden. Und danke, dass du dich jeden Abend nach Olympia hinsetzt und noch die Statistiken führst. Also wirklich, das ist eine Haufen Arbeit ebenfalls. Also Respekt, dass du dir die Zeit auch dafür genommen hast, lieber David. Danke auf jeden Fall. Von mir gibt's einen Applaus. Danke, danke, danke. Großen Dank und Riesenapplaus für David. Gerne nochmal einen Applaus, mein Lieber. Starke Leistung. Starke Leistung. Als nächstes möchte ich mich bei den Stammspielern bedanken. Spielern. Ha. Danke, lieber Bubu. Danke, lieber Selle. Danke, lieber Marco. Danke auch an Jamaika. Auch wenn ihr nicht leicht seid. Jetzt gibt's Stress. Kaffee aus Putze. Der gute View, ey. Was er da schreibt. Ihr wart immer voll dabei und habt die Spiele ernst genommen. Ich hab grad so ein Grinsen. Das ist nicht normal, ey. Ich würde jetzt so loslachen, aber es geht nicht. Ich muss ein bisschen ernst bleiben. Danke, Habib, Jevi und Kaffee. Danke an Simmich. Danke an Emir. Ja, und zum Abschluss will ich mich noch bei einer ganz besonderen Person bedanken. Bei der ich in den letzten Tagen, glaube ich, verkackt habe. Danke, liebe Eileen. Ich mag dich wirklich sehr. Du bist so nett. Du warst von Anfang an von dem Projekt voll begeistert und hast viele neue Teilnehmer angeworben.
und ich habe dir vom Herzen eine Medaille gegönnt. Aber es sollte leider nicht sein am Ende. Großen Applaus für Eileen und ich hoffe, wir bleiben weiter in Kontakt. Auch von mir. Also wirklich. Danke für alles, Eileen. Danke. Eine Person, die ich auch sehr geschätzt habe in letzter Zeit und ich wünsche mir auch sehr, dass der Kontakt zwischen uns auch bleibt. Zwischen uns vier vor allem auch. Und Eileen war da auch immer ein Gespann, beziehungsweise war in dem Gespann mit dabei. Ich habe euch alle ins Herz geschlossen, schreibt Basti. Alle, wirklich alle hier bei Habbo Olympia 2020. Ihr seid die besten Teilnehmer, die man sich wünschen kann. Okay, und zum Schluss kommen wir jetzt schon zum Ende, liebe Leute. Oh nein. Wenn das Feuer aus ist, ist Olympia beendet. Scheiße. Ich will noch nicht. Zum Schluss noch ein Dank, einen großen Dank an die knapp 80 Teilnehmer, die in den letzten 3 Wochen teilgenommen haben. Auch wenn viele davon nur einmal teilgenommen haben. Trotzdem, jeder Einzelne hat Olympia zu etwas Besonderem gemacht. Und ohne die Teilnehmer wäre so ein Event überhaupt nicht möglich gewesen. Applaus an alle Teilnehmer, die vielleicht gar nicht wussten, dass sie an den Olympischen Spielen teilgenommen haben. Applaus. Ach ja. Okay, das waren meine Worte, schreibt Basti.
Jetzt also noch Eileen, die ein paar Worte abgeben möchte. Bin mal gespannt. Ja. Ich mache einen Stream. Hallo, meine Damen und Herren, schreibt Flower. Ich möchte mich bei Basti bedanken und David, Marci und so weiter. Ihr seid toll, hab euch lieb. Alle. Herzchen. Herzchen zurück. Ohne Scheiß, Herzchen zurück. Aileen, du bist auch cool. Wirklich. Also eine Person, mit der man richtig gut kann und mit der man auch super viel Spaß hat. Dementsprechend bin ich glücklich, dass du dabei warst und ich hoffe sehr, dass du in Zukunft immer noch hier bleiben wirst im Habbo. Ja, Kaffeehaus putzt jetzt noch mit den Worten. Mal gucken, ob jetzt mal was Ernstes bei rumkommt. Sie möchte sich auf jeden Fall bei dem Team Jamaika bedanken. Ohne euch wäre ich ein Niemand. Ihr habt mir gezeigt, dass olympischer Spirit in meinem sanduhrförmigen Körper ist. Okay. Ich bin so stolz auf ihr, Vita Goldberg Guggenheim. Das sind solche Quatschköpfe, ey. Das ist so geil. Und Habib Mohamed Esteban Ali. Ja. Ich bedanke mich auch an oder bei Runfree und bei Selsel. Danke so sehr. Ihr seid mein Licht am Ende des Tunnels. Ach, View. Und ich freue mich mit euch. Befreundet zu sein. Danke so sehr, Sisters. I love you. Das ist lieb. Das ist trotzdem irgendwie ganz schön. Jetzt ist Emil noch dran. Ach, sonst mache ich meine Worte gleich im Stream, ihr Lieben. Ich glaube, das ist besser. Dann bekommt Basti das gleich einfach persönlich gehört hier. Ich glaube, jetzt alles tippen ist auch ein bisschen blöd. Ich mache das gleich, ihr Lieben. Ich bedanke mich an Bubu Boy, dass er mich immer angeschrien hat, wo ich verloren habe in Hockey. Ah, das war sehr nett. Ja, jetzt geht es so ein bisschen ins Lächerliche hinein. Also, wobei, ach Leute. Ein bisschen Spaß kann auch gut sein jetzt. Von daher passt das. Olympia war ja bis dato immer ein spaßiges Event und ja, alle Leute haben dazu beigetragen, auch Emir, auch Kaffeehaus, auch wenn da viele Beleidigungen auch gekommen sind und auch nicht akzeptabel normalerweise sind. Wir haben es geduldet und insgesamt, glaube ich, war das schon die richtige Entscheidung, dass alles so laufen zu lassen. Es war mir ein Vergnügen, bei Olympia mitzumachen und ich freue mich schon auf 2022, sagt Emir noch zum Abschluss. Also vielleicht ist 2022 sogar was drinne.
Danke an meine Eltern, Gott und alle Zuschauer um Basti und Marcio David. Alter Schwede. Ja, also Unterhaltung, man muss sagen, hier Vita und Co., das sind halt Performance-Mädels und Jungs. Also ohne Scheiß, ohne die wäre es ja auch ein bisschen langweilig. Und Selle, mein Schwarm, ich will ein Kind von dir. Danke, danke. Ist das herrlich. Ich bin stolz darauf, als erste Transfrau so viel in den Olympischen Spielen beigetragen zu haben. Ach Leute, hier ist was los. Wir wollen mal zum Ende kommen, schreibt Basti jetzt noch. Also es kommt jetzt immer näher. Ich werde jetzt gleich noch mein Statement abgeben, nachdem das Feuer dann gelöscht worden ist. Und danach, ja, ist glaube ich schon dann der Stream vorbei. Also ein bisschen Party gibt es gleich noch, aber allzu lange geht es auch nicht mehr. Mein Statement gibt es trotzdem gleich noch. Bubu schreibt: Hey, liebe Leute, kurz und knapp. Türken machen das Unmögliche immer möglich. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Bye bye. Man muss sagen, es ist einfach so. Türkei hat dreimal in Folge das Ganze hier gewonnen. Dreimal, 2016, 2018, jetzt dieses Jahr auch. Also Wahnsinn, was da so abgeht. Also Türkei ist wirklich eine Spitzentruppe bei Olympia. Jetzt noch Skinner. Ja, ich möchte mich beim ganzen Team Deutschland bedanken, dass ihr alle so stark gespielt habt. Zwanzig Medaillen hätte ich nie erwartet und dass wir beinahe auch noch die Türkei gestürzt hätten. Ich nie mehr so ganz für möglich gehalten hätte, meint er. Ja, das war schon ein krasses Finish. Also, dass wir hätten heute alles noch entscheiden können, war schon krass. Sehr viele gute Spieler waren dabei. Mit Abstand waren es die Spiele, wo beste Leistungen gezeigt worden sind. Also echt Respekt für eine starke Performance von allen.
Das wäre es dann, sagt es genau. Starke Kiste während der Corona-Zeit sowas aufzustellen. Simmich ist jetzt auch noch dran. Heute gehen wir alles nochmal durch hier. Konnichiwa, Arigato, Gutsamasu. Der Japaner. Ach, Leute. Simic hat das Gastgeberland vertreten. Und jetzt noch Selle zum Abschluss. Ahi kommt jetzt auch noch mal vorbei. Vielleicht schaut er jetzt auch noch mal vorbei hier. So, zum Abschluss möchte ich noch sagen: Selles Worte. Danke, lieber Basti. Deine Spiele waren wieder herausragend koordiniert. Und es gab viele schöne Abende. So, meine letzten Worte. Ich freue mich, euch hoffentlich bei Olympia 2022 wiederzusehen. Ja, also 2022 haben wir uns wieder gesehen, mein Guter. Ja, 22, meint er. Basti schreibt mal Schauen XD. Sind das vielleicht kleine Andeutungen? Regie? Regie? Was sagen Sie? Sind das kleine Andeutungen? Check. Ach, Leute. So, dann noch meine Abschlussworte von Basti. Es waren wieder geniale Spiele. Danke euch allen nochmal. Für mich war es teilweise immer nicht leicht zu leiten. Sorry, wenn mir ab und zu ein paar Fehler unterlaufen sind. Ich habe aber nie etwas mit Absicht gemacht.
und wollte niemanden benachteiligen. Ja, und ob es Olympia 22 geben wird, ich sag mal so 50-50. Das ist leider zu früh, um das jetzt anzukündigen. Selle schreibt, er wäre auch zu Olympia 62 noch dabei. Wir wissen ja gar nicht, ob es Habbo in 2020 überhaupt noch geben wird. Nun ist der Moment gekommen. Scheiße, der einzigartige Moment. Bitte alle zum Feuer begeben. Das Feuer wurde am ersten Tag vor 3 Wochen von den Teilnehmern entzündet. Und nun wird es von euch ausgemacht. Der Moment ist so langsam gekommen, Leute. Habt ihr alle Eimer Wasser dabei? Eine Gießkanne von Flower. Geil. Du hast deinen Schlauch, Süßer. Oh, nee, ey. Okay, seid ihr bereit? Ich bin bereit. Ready. Das Problem ist, ich habe offiziell kein BC mehr. Deswegen geht nichts mehr. So, ich erkläre hiermit die 3. Olympischen Spiele im Habbo Hotel für beendet. Und das Feuer ist tatsächlich aus. Wow. Das muss man erstmal sacken lassen. 3 Wochen Sport im Habbo Hotel. Einfach so verflogen.
als gäbe es gar keine Zeit. Drei Olympische Spiele sind damit absolviert. 2016, 2018 und 2020 sind damit abgeschlossen. Was eine wahnsinnige Leistung dieses Event-Teams. Und jetzt lasst uns einfach gemeinsam anstoßen. Und damit bedanke ich mich sehr dafür, dass ihr mit dabei wart. Das waren die schönsten Olympischen Spiele, die ich je miterlebt habe, neben 2018. Eine total wahnsinnige Zeit. Und jetzt kommen auch nochmal meine Abschlussworte zum Event. Exklusiv jetzt auch von YouTube, also auf YouTube, im Stream und im Video. Ihr Lieben, ich wollte mich einfach nochmal sehr, sehr bedanken an diese tolle Zusammenarbeit mit Bastita und mit Skinner 59. Die Zeit ist jetzt leider gekommen, dass Olympia 2020 beendet ist. Eine Zeit, die einen dann schon wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Vor allem im Urlaub. Ich habe sogar extra Urlaub genommen, damit ich Habbo Olympia 2020 in vollen Zügen genießen kann. Und jetzt ist leider wieder die Zeit gekommen, wo Habbo Olympia beendet ist. Und man muss einfach sagen, Skinner 59, der wirklich alles auch umgekrempelt hat, damit er seine Zeit da findet, der jetzt nebenbei auch sogar seinen Führerschein macht, was auch schwierig ist, weil er jetzt auch gar nicht zu den Fahrstunden kann. Dieser Junge opfert sich sehr und hat auch so viel gegeben für dieses großartige Event. Und natürlich Bastita, der neben seinem Privatleben natürlich Olympia komplett alleine fast schon aufgeschrieben hat, auf einer Homepage alles geplant hat. Und das muss man einfach würdigen. Der Bastita, der arbeitet auch immer sehr lange, bis in die Abendstunden oder späten Nachmittagsstunden und setzt sich danach noch an Habbo Olympia und versucht es so gut wie es geht noch zu leiten. Und sowas findet man nicht oft. So ein Gespann wie Basti und Skinner, das ist eher eine Seltenheit und ich bin sowas von stolz, einfach Teil dieses Projektes sein zu dürfen seit genau 4 Jahren und ich würde mich sehr, sehr freuen, falls es weitergehen sollte, wenn ich immer noch in diesem Projekt mit dabei sein dürfte. Und für die Leute, die jetzt gerade im Video sind, danke auf jeden Fall fürs Zusehen bei Olympia 2020. Ihr wart auch ein super tolles Team. Ja, ihr wart auch ein super Team, was immer zugeguckt hat. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Morgen gibt es dann noch ein Fazitvideo. Und dann geht es auf jeden Fall zu den Statistiken rüber. Und morgen gibt es dann auch noch ganz, ganz viel, was wir noch besprechen werden. Bis dahin. Ciao.